Einen wunderschönen guten Vormittag, Mittag, Abend, Schrägstrich, Nacht, ihr lieben Leute da draußen auf YouTube. Von 18. bis 20. Oktober 2019 fand im Rathaus unserer wunderschönen Hauptstadt Wien wieder die Game City statt, Österreichs größte Spielemesse. Gfunden on Tour war live für euch dabei und was wir dort erlebt haben und welche Spiele wir angezockt haben, das verraten wir euch jetzt. Kurze Anmerkung noch, Live-Gameplay dürfen wir euch leider an dieser Stelle nicht zeigen, laut den besagten Publishern. Und jetzt viel Spaß! Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen guten Vormittag, Mittag, Abend, Schrägstrich, Nacht. Und für alle, die es noch werden möchten, können, sollten oder es vielleicht heute in diesem wunderbaren, ehrbaren, riesigen Gebäude tun möchten oder vielleicht darüber nachdenken, es zu tun, man weiß es nicht. Ja, gefunden an Tour. Ich meine, es ist ganz brillant, was tun wir jetzt da? Im Großen und Ganzen, wie zuerst sicher schon angekündigt, sind wir da vor dem Wiener Rathaus. Es ist der 18. Oktober 2019 und mein guter Kollege, das Dockilein. Grüß euch. Und das Rockilein gehen jetzt da in Wien auf die Game City, die größte und wichtigste Spielemesse weltweit, nicht in Österreich, sondern weltweit, Gamescom geht's haben. Und ja, wie man da schon wunderbar sieht, es sind schon ein, zwei Menschen hier. Ein, zwei werden es noch. Da fährt die BIM, aber das macht nichts. Stell dir vor, geh davor, können wir jetzt sofort spielen. Bei PlayStation Now, es ist ein Traum. Und was uns jetzt so erwartet, das werden wir jetzt sehen. Deshalb, wir krochen eine und bis gleich. Bis gleich. Und noch weiteren ein paar Minütchen anstehen, nämlich genau da, Dreck auf der Nase, genau da haben wir jetzt was gekriegt, nämlich unsere 18er Bundle. Also es ist unglaublich, ich hoffe, man sieht das so BAU 18 plus Games City, ne? Saturn, ja. Hashtag nur Werbung, na dann, glaubt let's mir nicht, go. Wir Kinder der Nullerjahre kriegen ein 18 plus Level. Ja, das macht nichts. Stiegen überstiegen, überstiegen. Wir machen Bewegung heute, wer hätte mit sowas rechnen können? Überstiegen. Da, 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 da. Viele glückliche Gamer. Eine Wahnsinn. Das viele glückliche wunderbar. Gamer, wir sind jetzt im zweiten, dritten Stock. Ja, sind irgendwas mit vier Stiegen, aber das macht mit vier Stiegen. Hab gerade einen Stand gesehen, AOI 2, Definite Edition, saugeile Grafik. Das war dort. Bitte. Genau, da gibt's Link's Awakening. Dort ist Pokémon. Dort haben wir, also hast du ein Diablo 4 anspielen können. Ja, irgendein Hackenslay, ich habe keine Ahnung, was das ist oder was das war. Torchlight oder. Nein, also, keine Ahnung. Ich weiß es ja nicht. Und jetzt sind wir wieder woanders und was wir da machen, sehen wir. Also, ich hoffe, man versteht uns. Ich hoffe, man versteht uns wirklich. Wir sind jetzt da unten, wo wir zuerst noch von unten, von oben nach unten gesehen haben, sind wir da jetzt wieder dat, unten. Dort vorne. Dort oben, genau. Kurzes Update. Wir haben jetzt, also ich, meine kleine, wunderschöne Gesicht fürs Radio, Wenigkeit, hat jetzt da gerade, das sieht man Pokémon. Das SpongeBob Remake zur Schlacht um Bikini Bottom noch einmal gespielt. Das war relativ geil, muss ich sagen. Und ja, das wird ein Fixkauf eigentlich, auf jeden Fall. Und ich habe gerade nochmal die ausgestellte Demo-Version von Age of Empires 2 gemacht.
habe einen kleinen Angriff gemacht, aber es war ein bisschen störend. Ganz langsame Scrollgeschwindigkeit und ein riesen Bildschirm. Tribocke entpacken und wieder aufstellen, das dauert alles so lang. Genau, also jeder Mensch, der unseren Kanal verfolgt, weiß, was gemeint ist. Und jetzt konnte man sich eventuell noch in Smash ein bisschen auf die Pappen hauen, wenn man denn das möchte. Und ja. Schwenker. Zum Schwanken. Ja gut, wir beide, besser gesagt, ich habe gezockt und mein liebster Lieblingskollege hat zugeschaut. Er war gut. Haben gerade, ich habe jetzt echt vergessen, wie das heißt, da haben sie ein paar Leute in die Goschen. Predators Pre-Alpha. Ja, Pre-Alpha ist die Version, aber wie Hunting Party, glaube ich, hat das Game geheißen, oder? Predator Hunting, irgendwas mit Predator Hunting. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher. Aber irgendwie, also das Spiel war eigentlich ein klassischer Ego-Shooter mit einem richtig geilen Kampfsystem, mit richtig geilen Waffen. Und ja, zwei Teams gegeneinander und der Predator hupft um und um und killt Leute. Ich meine, so wie man es ja auch von den Filmchen kennt. Da hat es ja Sonnenlicht, wir hätten mit sowas rechnen können. Und außerdem Hunting Party finde ich einen mega geilen Titel. So, und jetzt gehen wir was phrasen. Bam! Seid ihr gleich zu sehen. Das Rocket League? Euer Preis. Eine GeForce RTX. Nein, lieber ist. Für alle, die gesund leben wollen. Mahlzeit. Essen. So, ich hoffe, man versteht uns da jetzt. Das war die Game City für Gefunden Games 2019. Natürlich riechen wir uns 2020 uns wieder, was super entspannend wird und super wunderschön. Es war ja deine erste Gaming-Messe prinzipielle. Es war meine erste Gaming-Messe prinzipielle. Es war ganz nett, es war jetzt nicht übertrieben groß, hatte ich den Eindruck. Ja, es war wirklich ein bisschen kleiner als sonst. Muss man auch sagen, weil die bei der Arkadenhof innen nicht da war. Na, wenn man sich Wünsche erfüllen kann, dann hätte ich mir so eine richtig fette Area für Total War gewünscht, aber das spielt es halt nicht. Man kann sich halt nicht alles wünschen. Genau, aber das macht nichts. Also ich glaube, ich komme auf jeden Fall wieder, nächstes Jahr hoffentlich, wieder vorbei und ja, prinzipiell letztes Jahr. Genau, dann Vlog Nummer 3 von einer Game City. Letztes Jahr waren wir ja nicht. Genau, und vor 2 Jahren war ich allein nicht. Hallo Mensch mit vielen Haaren. Gut, im Prinzip lässt sich jetzt nur noch am Ende nebensächlichst erklären. Grüß euch. Jons! Haha, tüdelü. Wackelarmiger Windhosenkamerad, ich krieg keine Luft mehr!